Ja, dann geht's weiter mit unserem zweiten Teil des Abends, der ja gewohnterweise dem Austausch gewidmet ist. Vielleicht sage ich auch am Schluss dann noch generell was zur Austauschgeschichte. Und ihr zu Hause könnt euer Mikro einfach einschalten, wenn ihr was sagen wollt. Ja, generell vielleicht als Orientierung für den Fahrplan über die nächsten Wochen und Monate. Unsere Dienstagabend-Meditationsinhalte. Ich mir gedacht, es ist vielleicht eine gute Weiterführung des Dienstags, der jetzt eigentlich sonst immer hier nur der Ruhemeditation gewidmet war, wenn wir auch da jetzt nach und nach unsere Einsichtsübung mit einfließen lassen. Und die fünf Lebensfacetten, die ihr mittlerweile die meisten von euch schon zu einer gewohnten Grundlage der Einsichtsübung geworden sind, dann immer wieder durchzuüben. Ich habe ja letzte Woche auch für die, die sich noch erinnern können, die es vielleicht auch beherzigt haben, vorgeschlagen, die Woche mal mit der Betrachtung der Körperlichkeit zu verbringen. Und es wäre jetzt mein Anliegen, mein Plan, meine Hoffnung, dass wir das die nächste Woche noch weitermachen, dass wir immer uns 2 Wochen für jedes Kanda, jede Daseinsfacette vornehmen. Einfach mit dem vielleicht jetzt dem Ganzen ein bisschen eine neue Wendung geben, mit dem Ziel, einmal ganz gezielt unsere Identitätsansicht aufzulockern und zu hinterfragen, eben ganz kontrolliert und gezielt von allen Seiten das angreift. Vielleicht könnt ihr euch auch erinnern, was diese, wie der Buddha diese Identitätsansicht definiert. Ja, da heißt es ja immer, dass ein Mensch, der es nicht besser zu sehen gelernt hat, zum Beispiel Körperlichkeit für ein Selbst hält oder für den Besitz eines Selbstes hält oder für einen Teil eines Selbstes oder das Selbst für einen Teil dieser Körperlichkeit. Und das hat man vielleicht schon gelesen und gehört, aber was heißt das wirklich und wie können wir uns dem auch annähern, um die Identitätsansicht einmal ganz bewusst in Frage zu stellen? Ja, weil wir das ja so gewohnt sind, die verschiedenen Bestandteile unseres Erlebens für ein Selbst zu halten. Und auch ich in der Meditation dann oft schon dafür plädiere, sich gar nicht damit zu identifizieren und das loszulassen und so weiter. Und das ist ja natürlich auch ein wunderbares Endziel. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, was der erste Schritt in diese Richtung wäre, dann gilt es einmal, diese Ansicht zuerst bloßzulegen und zu entdecken und dann auch gezielt an ihrer Transformation zu arbeiten. Also was heißt das, Körperlichkeit für ein Selbst zu halten oder für Besitz eines Selbstes oder für einen Teil eines Selbstes? Und da lade ich euch alle ein, euch auf eine Suche der Detektiv-
Detektivinnenarbeit zu begeben und eben jeweils mit dem aufkommenden Erlebensbaustein einmal ganz bewusst zu schauen, wie, in welchen Situationen vereinnahmt mich das besonders, in welchen Situationen bin ich besonders hingerissen, das für ein Selbst zu halten. Ja, was, wie wir ja auch schon manchmal besprochen haben, heißt es nicht mehr für ein Selbst halten, nicht unbedingt, dass dann es sich auch nicht mehr wie ein Ich und mein anfühlt. Unterscheidung haben wir manchmal schon kennengelernt. Und mit einem Selbst ist hier ja nichts anderes gemeint als ein in sich ruhendes, von äußeren Sachen unabhängiges, beständiges Ding, das da irgendwie drin zu schlummern scheint. Und das ist einfach ein ganz tief eingeprägtes Denkmuster, das wir immer wieder konfrontieren können mit dem unmittelbaren, direkten Beobachten des gegenteiligen Verhaltens und dem jeweiligen Erlebensbaustein. In Wirklichkeit, wenn man gezielt auch nur ein paar Minuten da drauf schaut, wenn der Geist dementsprechend gut vorbereitet ist, ist eigentlich offensichtlich, dass da zum Beispiel in diesem Körperlichkeitsprozess sowas wie ein beständiges, unabhängiges Selbst nicht zu finden ist. Das auch nicht in Frage kommt, Besitz eines solchen Selbst zu sein. Weil wenn das im nächsten Moment immer schon wieder anders geworden ist und sich aufgelöst hat, wie kann das dann Besitz eines Selbstes sein? Mit den anderen kann das, werden wir das dann in den nächsten Wochen genauso weiter betreiben. Und es ist natürlich ein bisschen auch eure eigene Initiative, nicht nur an dem einen Meditationstag, sondern auch an eurer restlichen Praxis gefragt. Und ein Teil der Kunst des meditativen Lebens, wenn man das so nennen will, ist es auch immer wieder eigentlich immer wieder den gleichen Blick und die gleiche Herangehensweise, sich von verschiedenen Gesichtspunkten her neu interessant zu machen, um den Geist einfach interessiert in diesem Milieu der Erkenntnis zu halten. Ja, und, ich denke, wir haben jetzt sehr über die Monate und Jahre viel Zeit damit verbracht, verschiedene Methoden kennenzulernen, den Geist zu beruhigen, so dass ich vielleicht nicht das immer wieder in allen kleinen Details den ganzen Abend lang wiederholen muss. Das ist teilweise jetzt auch hoffentlich schon ein bisschen funktioniert. Und dass wir jetzt schauen, wie wir diesen beruhigten Geist verwenden können, um jetzt ganz konkret dem Erlebensprozess, den wir auch Körperlichkeit nennen, so zu sehen, wie er wirklich ist. Wenn es zu dem Erlebensprozess Körperlichkeit, zum Beobachten dieses Erlebensprozesses und zu dem Begriff der Identitätsansicht von eurer Seite Fragen oder Austauschbedarf gibt, dann ist das jetzt hier die richtige Plattform. Vielleicht sage ich auch jetzt gleich schon, was ich mir zum Austausch generell gedacht habe. Und zwar, dass es vielleicht manchmal Fragen oder Anliegen gibt, die manche von euch nicht so gerne in der Gruppe stellen. Das ist der sicher nicht nur mir aufgefallen, dass die ein gewisser Anteil unserer Gruppe hier online und live sich eigentlich immer nur passiv am Austausch beteiligt. Das liegt vielleicht daran, dass ihr
das lieber nicht in der Öffentlichkeit fragt und teilt, dann wäre noch einmal mein Angebot, euch auch bei mir zu melden für einen persönlichen Austausch. Beziehungsweise stellt sich eben die Frage, ob der Austausch noch für die Allgemeinheit ein Anliegen ist, dass ich das für weiterführen soll. Ein Anreiz, diesen Austausch weiterzuführen von meiner Seite ist jetzt eben, indem wir dieses neue Thema aufschlagen. Und auch da liegt es jetzt an euch, wie viel Austauschbedarf überhaupt da ist. Und ob der Austauschbedarf vielleicht zu einem Großteil auf so privater Basis stattfindet, dass ich das lieber in einem persönlichen Telefongespräch zum Beispiel mit mir machen wollt als mit der Gruppe. Wenn sich das so darstellen würde, fände ich das auch nicht so schlimm. Könnten wir öffentlich oder gemeinsam mehr Zeit mit der Meditation verbringen. Oder einige von euch entscheiden sich vielleicht doch, es auch sich mal zu trauen und da was zu fragen oder anzumerken. Und so ein bisschen auch sowas wie ein Austausch muss ja nicht in Ewigkeit beständig sein, kann man ja den Bedürfnissen anpassen. Ja, darüber könnt ihr euch ja noch Gedanken machen und euch dann bei mir melden. Gibt es denn zu unserem Thema jetzt mit der Körperlichkeit und der Identität? Ansicht etwas, was euch nicht klar ist, oder vielleicht hat jemand ja ab und zu Zeit gehabt seit der letzten Woche und sich daran erinnert, das in den Alltag mal zu beobachten, oder vielleicht auch ein Erlebnis wie die Übung der Brahma-Viharas, die wir letzte Woche auch vorgeschaltet haben, den das Sehen der Dinge, wie sie sind, positiv beeinflussen oder fördern können. Bitte. Darf ich dich auch sonst? Könnt ihr die Miriam hören zu Hause? Bei mir ist die letzte Woche öfter das Thema aufgetaucht. Also jedes Mal, wenn ich dieses, das ist nicht meine Welt, das bin nicht ich, dass ich so die Tendenz habe, in dieses Nibbana zu rutschen. Oder das, was ich dann so den Eindruck habe, ja, es fühlt sich dann nicht immer heilsam an. Also es gibt Phasen, da fühlt sich total heilsam an. Aber ja, vielleicht ist es ein bisschen stimmungsabhängig. Aber das, also bei mir manchmal die Gefahr, dass es dann ein bisschen in sowas Ablehnendes oder nicht da sein wollen oder so aus Zucker raustreten wollen, also Körperlichkeit oder Gefühle machen Zucker und dann ist diese Formel, die ja, bin ja eh nicht ich, will ich ja gar nicht. Also so wie ich will das Zucker damit wegschieben, indem ich diesen Satz dann sage, das bin ja eh nicht ich. Also ist dann so übersetzt ein bisschen mein Satz. Und da merke ich dann, es geht so in diese Liebe, Nibbana also wenn man nicht Daseinsverlangen, meine ich. genau, ja. Und da frage ich mich dann manchmal, ja, ist das dann so gut? Sollte ich dann lieber mehr Metta machen und damit aufhören in dem Interessant. Ja, du bist du wahrscheinlich auch nicht die Einzige, die mit dem Vipavatana, mit dem Nicht-Daseinsverlangen, dem Wegseins, was zu tun hat. Oder können wir da gleich noch ein paar ähnliche Kandidaten und Kandidatinnen finden, die dem auch schon mal begegnet sind, die für die Miriam vielleicht einen Tipp haben?
auch nur das vielleicht erleichternd ist zu hören, dass man nicht allein ist mit dem Problem, wenn man es jetzt ein Problem nennen möchte, mit der Erfahrung. Ja, der Körper ist eigentlich immer mit Krankheitsbedingungen und sehr hoch, weil halt der Körper mit alten Körper so betrachtet, immer älter wird mit Körper. Und wenn man dann noch eine Krankheit hat oder gesundheitlich angeschlagen ist, dann passiert es ganz schnell, dass man den Körper identifiziert, wenn man einfach merkt, dass der macht, was er will. Ich habe eigentlich keinen großen Einfluss drauf. Der verändert sich. Wenn man ganz ehrlich zu sich ist, dann verändert es sich. Dann schaut das ein oder andere nicht mehr so toll aus, wie es vor 20, 30 Jahren ausgeschaut hat. Also wir haben gedacht, dass es toll ausschaut, aber man könnte ja was vormachen. Und von dem her finde ich die Betrachtung der Körperlichkeit eigentlich schon mit die größte Herausforderung. Also einfach mein Vergänglichkeitsprozess am deutlich stärker. Und ich sehe halt auch sehr lehrreich das Ganze, aber es ist sehr herausfordernd. Und begegnet dir dann auch der Nicht-Daseins wirst oder eine Ablehnung dieser Erkenntnis gegenüber? Ja, also man müsste so richtig da. Also das, was mir halt wirklich ganz, was mir schon hilft, und war schon viele Jahre geholfen hat, ich weiß, das ist es ist, unterliegt der Vergänglichkeit. Also wenn jetzt mein körperlicher Zustand momentan nicht so stabil ist, dann mittlerweile hoffe ich, dass es sich bald wieder stabilisiert, weil es sich jetzt über längere Zeit hinzieht. Und dieses Nicht-Da-Sein-Wollen, Da-Sein-Wollen, das verändert sich ja dann auch. Und wenn es dann nicht gut geht, dann will man vielleicht mal sagen, wenn es mal wieder Koch merken. Wenn es mal wieder gut geht, dann sagt man, hurra, Leben ist wunderbar. Und dann gehen wir den mittleren Genau. Weg und dann sagen wir, egal wie es ist immer zufrieden sein wie jetzt, kann man ja dann auch in dieser Phase mal bleiben. Ja, beziehungsweise ja, vielleicht auch erkennen, dass ja weder ein Umgang mit Körperlichkeit, der ein stabiles Dasein darin voraussetzt, Sinn macht, noch dann natürlich die Weiterführung so einer Auslegung, die ein stabiles Dasein drin vermutet und dieses Dasein dann aber ablehnt. Na, wenn wir von zum Beispiel Körperlichkeit die Idee haben, das ist mein beständiges Selbst, dann wollen wir das immer behalten, wenn es sich angenehm anfühlt und wollen es immer kaputt machen oder wegkriegen, wenn es sich unangenehm anfühlt. Und so hängt das ja zusammen, dass die Identitätsansicht, die Ansicht, dass zum Beispiel Körperlichkeit was mit einem Selbst zu tun hat, insgesamt, die treibt uns halt in eine Reaktion, die davon ausgeht, dass das ein Selbst ist. Ja, logisch. Wenn wir die Ansicht davon haben, wenn ich sage, das ist mein Meditationswecker und ich bin der, der den Meditationswecker besitzt, dann ist alles, was damit passiert, hat immer was mit mir, mit meinem ständigen Selbst zu tun. Und natürlich braucht das für den Geist eine Zeit, das immer wieder zu sortieren. Auf der einen Seite diese hartnäckige Angewohnheit, da ein Selbst drin zu vermuten, und auf der anderen Seite dann aber das direkte Betrachten der Nicht-Selbsthaftigkeit dieses unbeständigen Prozesses. Und oft sind es dann gerade die
Spitzenreiter auf der positiven Seite von Dasein, und das ist gerade angenehm, und daraus möchte ich ja jetzt sogar ein Dasein machen. Oder dann auf der anderen Seite, es ist das so unangenehm und auch, ne, dann mit dem, das soll jetzt auf keinen Fall mein Dasein sein. Diese Spitzenwerte sorgen dann natürlich dafür, dass wir uns da besonders wieder hineinsteigern. Und auch gerade in der Meditation sorgt es dann dafür, dass wir aussteigen aus dem Einsichtsmodus. Ja, wenn das jetzt sich ganz angenehm anfühlt, dann will ich da gar nicht mehr Einsicht nehmen. Dann ist es ja angeblich viel schöner, das jetzt einfach zu genießen. Und wenn es sich aber ganz unangenehm anfühlt, dann kann ich auch nicht mehr, oder glaube ich, oder will ich nicht mehr dabei bleiben, das zu beobachten. Ja. Das ist immer noch dann wieder. Naja, die sind ja Ja, immer. klar, natürlich, das finde ich stärker, dieses, ja. Also wenn es nur Körperlichkeit gäbe, ohne die geistigen Interpretationsprozesse, dann hätte man ja überhaupt kein Problem. Ja, Ja. das ist ja. Aber zu sehen, dass auch das Grundmaterial, aus dem dann der Geist das alles ableitet, schon von Grund aus unbeständig ist, hat so seinen ganz eigenen besonderen Beitrag zum gesamten Zerfallen lassen dieser Illusion selbst. So wie man sagt, das sind immer die Grundzutaten, aus denen ich mir da meinen Ich-Kuchen backe. Wenn ich aber weiß, dass die Grundzutaten alle irgendwie verwurmt und verdorben sind, dann wird der ganze Kuchen wahrscheinlich auch nicht so besonders. Und so, das ist ja quasi die Grundzutat per se, dass der Körper, der mit Bewusstsein ausgestattete Körper, die ganze Zeit veränderliche Erlebensprozesse liegt. Bitte. Ja, also ich finde auch interessant, diese Buchhaltung zu machen, wenn es eben irgendwo wieder nach mir ist, so im neutralen Bereich. Aha. Also dann ist es halt Dann ziemlich funktioniert. einfach, dann funktioniert das wunderbar. Ja, oder dann ist eine Voraussetzung gegeben, es gut zu beobachten. Weil Und man zwar, halt nicht gefangen ist, sonst. wenn man nicht gefangen ist, genau. Ja. Es kann auf der anderen Seite wieder deswegen schwierig werden, weil es vielleicht schnell langweilig wird. Man sagt, ja, gut, das plätschert jetzt da vorbei, habe ich jetzt gesehen, interessiert mich nicht mehr. Also der unmittelbare Dukkha-Anlass kann manchmal auch hilfreich sein, wenn das eben uns mehr anzugehen scheint. Ja, Durch oder mehr wenn man Widerstand. dann halt ganz schnell in diesen Loshaben-Modus, und das ist eigentlich, das ist der Holzweg. Ja, also das ist das Beobachten von den körperlichen Prozessen, von Rupa, von Körperlichkeit, eben auch besonders, habe ich auch von vielen Meditierenden gehört, eben wenn man mal das Konzept verstanden hat, wo ich da hinschauen muss, was soll das überhaupt, Körperlichkeit, eigentlich eine recht einfache Übung, weil es schon per se einen ziemlich gleichmütigen Blickwinkel hat. Und weil wir es vielleicht auch nicht gewohnt sind, das so zu beobachten, ne? Mal die ganzen geistigen Interpretationen hier in den Hintergrund zu stellen und zu schauen, da kribbelt und fließt und da ist eigentlich gar nichts Beständiges in diesem Grunderleben. Ja, ich meine, es war ein simples Beispiel. Und da komme ich dann wieder dahin, wo Mehringer sind. So dieses, ja, okay, das Zimmer ist nicht aufgeräumt. Oder müsste man das sauber machen? Ja, so what? Wo ist das Problem? Also, es ist ja nur sozusagen Sinnesorgane weit, wieso sollte ich sauber machen? Also, so ein, auch schon so ein,
das jetzt dann lieber, also jetzt nicht da sein ist, aber einfach so ein unmotiviert sein. Oder kann, was macht es für einen Sinn, da jetzt sauber zu machen? Das ist doch völlig wurscht. Also in so eine Wurschtigkeit komme ich da in den Alltag rein. Also Naja, ich. das ist dann wieder unangenehm. Auf eine Art. Ja, muss es aber ja nicht Muss nur, es oder? nicht, ne? Also, Aber ich bin da nicht mehr sonderlich kompatibel mit meiner Umwelt. naja, gut, das ist aber ja jetzt eher ein soziales Problem, ne? Ein bisschen auch halt so eine Feuertaufe vielleicht, durch die man durchzugehen bereit sein sollte. Ne? Dass natürlich diese Erkenntnisse nicht unbedingt, da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Social Skills zu verbessern, sondern einfach schonungslos die Wirklichkeit auch wirken zu lassen. Ja, und wenn natürlich auf der anderen Seite die Wahrnehmung, die sich da mit der Zeit aufbaut, ne, ja, meine Körperlichkeit ist unbeständig und darum ist mir alles wurscht, da kann sich das Verlangen ja an einer anderen Stelle wieder einschleichen. Ja, und darum ist es ja auch so wichtig, dass wir diese verschiedenen Erlebensfacetten immer wieder regelmäßig alle durchmachen und nicht uns das nur auf eins beschränken. Wenn man jetzt immer nur Körperlichkeit machen würde, dann könnte das schnell in so eine, oder ja, wenn man nicht aufpasst vielleicht oder damit nicht sehr vorsichtig umgeht, dass es, wie du beschreibst, in so eine Richtung laufen, dass wir uns dann eben daraus eine neue Ansicht formen. Und der Geist formt eben gerne Ansichten, um sich in der Welt irgendwie leichter zu machen. Und diese Ansichten können wir aber auch dann immer wieder bemerken und hinterfragen. Und wenn sich die Ansicht aufbaut, naja, es ist eher alles wurscht und ich muss jetzt das immer nicht aufräumen und dahinter steckt vielleicht auch wieder ein geheimes Zuckerwedener in der Vorstellung, dass man dann stattdessen irgendwas da faul am Sofa sitzen kann, zum Beispiel, oder dann irgendwas Sinnloses mit der Zeit macht, die man da nicht zum Aufräumen verwendet hat. Ne, das merken wir dann vielleicht nicht mehr, dass das auch nur, dass der Gedanke, das ist doch jetzt sinnlos, dass das auch nur ein Wahrnehmen und ein Empfinden ist, ist genauso wenig ein Selbst. Ja, aber natürlich müssen wir vielleicht einfach auch mal verstehen lernen und akzeptieren lernen, dass die ganze Übung jetzt nicht dazu gedacht ist, der beste Zimmeraufräumer zu werden, der immer im richtigen Moment das Zimmer aufräumt. Das ist nicht das, was dann am Schluss rauskommt. Ja, was am Schluss rauskommt, ist das, was am Schluss hier rauskommen sollte, ist, dass das Dukkha aufhört, das immer wieder entsteht, wenn wir uns mit etwas identifizieren. Ja? Und wenn das in eine unangenehme, vielleicht ein bisschen, klingt jetzt das ja eher nach so ein bisschen einer depressiven Stimmung, wenn man dann im ungeputzten und aufgeräumten Zimmer sitzt und sich da auch unwohl fühlt. Wenn da Dukkha entsteht, dann können wir eigentlich schon davon ausgehen, dass der Geist irgendwo etwas für ihn selbst gehalten hat und es deswegen festhält und aufgreift und zu einem Dasein wieder formt. Und da ist es ja dann eben besonders spannend, immer wieder hineinzuschauen in den eigenen Erlebensprozess und zu merken, aha, da hat sich dann doch was am Flussufer verheddert und da ist dann etwas mehr draus geworden, als ja im Einsichtsprozess eigentlich sehen gelernt habe. Ein unbeständiger, vorbeiziehender Prozess. Ja, aber die Lösung ist vielleicht auch nicht so unmittelbar, sondern zeigt sich dann erst dadurch, dass wir
immer wieder diese Erkenntnis auf den Geist wirken lassen. Was, darf ich was fragen? Ja, bitte. Was ist denn dann mit Traurigkeit, die auftaucht, wenn wir so die Unbeständigkeit sehen? Das ist das dann auch eine Form von Festhalten eigentlich, ne? Naja, Weil ja. dann. Entschuldige. Bitte. Weil dann. Nö. Nee, weil dann ist es ja eigentlich so ein traurig darüber sein, dass es dieses feste, stabile Dingsbums ja dann doch nicht gibt und dann bin ich ja schon wieder dabei, ne? Oder? Ja, ich meine, das ist ja auch menschlich und natürlich. Auch der Buddha beschreibt es ja immer wieder in seinem Verlauf der Erkenntnis, dass zuerst diese Ernüchterung stattfindet, dieses Nibbida. Das ist eben die erste Reaktion auf das Sehen der Wirklichkeit. Das ist eigentlich ja ein gutes Zeichen, würde ich sagen. So wie wenn wir in ärztliche Behandlung gehen, weil wir uns irgendwo was eingetreten haben. Und wenn dann der Arzt oder die Ärztin da drauf drückt und dann tut es weh, dann ist es eigentlich gut, weil dann haben wir schon mal die richtige Stelle gefunden. Und wenn wir merken, dass das weh tut, wenn wir die Wirklichkeit sehen, dann ist das auch eigentlich ein gutes Zeichen, weil dann haben wir an die richtige Stelle geschaut. Und wenn wir dann noch sehen, dass diese Traurigkeit ja auch unbeständig ist, dann ist auch schon wieder was gewonnen, ne? Genau. Und dann ist es eben auch so hilfreich, eine klare meditative Vorgabe zu haben. Ne? Und eine Traurigkeitsepisode hat zum Beispiel ihren Körperlichkeitsanteil. Das habe ich auch vorher gemeint, ne? Dass eine Hauptherausforderung im Sehen dieser Prozesse ist, dass wir entweder, weil so angenehm ist, dass wir nicht mehr wollen, oder weil es so unangenehm wird, dass wir nicht mehr können, wir aufhören, die Betrachtung weiterzuführen. Aber wenn wir uns daran erinnern, aha, auch in der Traurigkeit kann ich das ja noch weiter beobachten, oder auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwie in einen euphorischen Zustand komme, kann ich den ja trotzdem auch weiter beobachten. Ne? Da ist wieder Bedeutung von Sati, von Achtsamkeit eben ganz wichtig, auch als ein sich daran erinnern, dass man eigentlich was Bestimmtes vorgehabt hat. Immer wieder daran zu erinnern, naja, kein emotionaler Zustand wird jemals das Endprodukt dieser Betrachtung sein. Von einem Endprodukt in dem Sinne kann man hier ja gar nicht sprechen, weil das ja immer weitergeht. Ja, das Produkt, auf das wir jetzt tatsächlich abzielen, wäre ja jetzt in unserem neuen Übungszyklus einmal die Abschwächung der Ansicht, dass das Ganze ein Selbst ist. Ich was dazu sagen? Ja, bitte, Gunnar. Ich finde das ganz toll eigentlich, wenn man sozusagen diese Ansicht, dass es kein Selbst gibt, weil das irgendwie das Leben ja auch irgendwie leichter macht. Und ja. Die Probleme entstehen ja, dass man ein Ego hat und mit anderen Egos aneinander gerät. Und wenn dieses Ego kleiner und kleiner und kleiner wird, dann fallen viele Probleme weg. Und ja, die Leichtigkeit des Seins entwickelt sich so ein bisschen. Das ist eigentlich was Positives. Ja, genau. Also es ist ja eigentlich ein schlimmer Zustand, immer unwirklich zu denken. Ja, aber vielleicht nochmal auch für dich, Gunnar, bevor wir jetzt überlegen, wie das ist, wenn kein Ich-Erleben mehr stattfindet, wäre jetzt einmal mein Vorschlag, uns ganz konkret darauf zu spezialisieren, diese Ansicht, dass zum Beispiel Körperlichkeit ein beständiges Selbst sein kann, die herauszufordern. Ja, wenn wir da sitzen und meditieren und da kribbelt und zieht, wäre jetzt
Auch wenn wir das als unbeständig beobachten, vielleicht oft die althergebrachte Ansicht immer noch dominant, die man vielleicht jetzt gar nicht so als hochtrabende philosophische Ansicht zu sehen gewohnt ist, sondern halt einfach die normale Art, das anzusehen als Ansicht, zu sagen, ja, das ist ein Selbst, das ist zwar unbeständig, aber klar ist das ein Selbst. Ich erlebe das ja. Und da muss es ja irgendwie Teil meines Selbstes sein. Und da einfach mal sich das Gegenteil vorstellen zu können, sich die gegenteilige Ansicht anzugewöhnen, während wir diesen unbeständigen Erlebensprozess der Körperlichkeit anschauen, das kann man ja auch ganz bewusst ab und zu mal so einwerfen, sagen, ja, das ist jetzt kein Selbst. Ist das für mich nachvollziehbar? Jetzt einmal rein auf der Ansichtsebene, kann ich mich damit anfreunden, das als einen nicht selbsthaften Prozess zu sehen. Und da kommen vielleicht die Ausschläge auf der, dann, in Österreich würde man sagen, dann pudelt sich da irgendwas auf in uns, dann regt sich da was auf und sagt, ja, das geht doch nicht und mich muss es doch geben und das unerhört, wie kann das kein Selbst sein? Natürlich bin ich das. Und dass man da eben trotzdem dran bleibt und einfach jetzt einmal damit anfängt, nicht sofort das mit der ganzen Wurzel rausziehen zu wollen, sondern einfach da mal die Ansicht, die Art, das zu betrachten, zu verändern. Und da kann auch das kein Mein, kein Ich, kein Selbst hilfreich sein. Und auch da ist, Zeit läuft uns zwar leider davon, aber auch da könnte man nochmal einen Unterschied sehen zwischen der Betrachtung, dass es kein Selbst ist und dass es nicht mein Ich ist. Ne? Wenn wir sagen, das bin ich nicht, dann suggeriert es ja durchaus, dass ich zwar bin, aber nicht das. Ne? Und so ist es vom Buddha eigentlich auch nicht formuliert. Aber die Zeit ist jetzt hier online zumindest leider schon vorbei. Dann wünsche ich euch inspiriertes Üben mit dem Aufheben der Identitätsansicht bei der Körperlichkeit. Wir sehen uns dann.